Guten Abend. Danke fürs Kommen, fürs Zuschauen. Heute haben wir eine sehr große Formation. Im zweiten Set spielt das Multiple Choice Orchestra aus Köln, geleitet von Frank Gradkowski, Karl Ludwig Hübsch und Matthias Schubert, mit Gasten Elliot Sharp und Eric Mingus. Und im ersten Set spielen Sharp und Mingus ein Duo-Set. Ein Wort zu unseren kommenden Konzerten. Am 29. Oktober spielt hier ein französisch-belgisches Duo, der Rifurk Hermia Cicaldi. Ich übergebe das Wort. Ja, danke. Ja, herzlichen Dank für das Kommen auch meinerseits. Schön, euch wieder zu sehen. Die nächste Ausgabe des Formats Kommandier ist am 27. Das spielt Jonas Gehrig, der heute am Kontrabass auf der Seite ist, mit seinem Quintett, wenn ich mich nicht täusche. Kommt vorbei. Ansonsten, es geht weiter mit tollen Veranstaltungen im November und Dezember. Diejenigen, die von uns mehr erfahren wollen, sollen sie sich in so einen Verteiler eintragen. Ansonsten übergebe ich sozusagen den Sound an die Musiker und wünsche ich euch einen angenehmen Abend. Danke. Another nightmare. This is a message from Roadstay. How long
Oh, I want
Yeah.
I'm a little bit more.
Danke, Pavel. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie zuschauen. Das Multiple Choice Orchester aus Köln. Und wir haben heute 4 Stücke vorbereitet. Und wir haben auch als Gast Eric Mingus und Elliot Sharp, der auch ein Stück mitgebracht hat. Okay, das erste Stück irgendwie, was wir, ja, das ist ja irgendwie für, es ist ja für Karl, ist für Karl Ludwig das Mikrofon. Das erste Stück, was wir spielen, heißt Kulisses und ist eine Improvisation mit 6 Aufgaben. Viel Spaß.
Anmachen. Hallo Mikrofon. So, jetzt spreche ich dann ins Mikrofon zu den vielen Leuten da draußen und auch hier im Saal. Als nächstes Stück haben wir ein Stück aus meiner Feder, das sich ganz wörtlich den Begriff Vibrations, dem Begriff Vibrations widmet. Es dreht sich ja heute alles so ein bisschen um den, um so einen Nachklang, einen Nachhall oder ja, eigentlich eine Resonanz zur AACM darzustellen. Und wir haben dazu Stücke geschrieben, jeder seine eigene Sichtweise. Und dieses Stück bezieht sich auf eine der ersten Aufnahmen, die die MusikerInnen, vor allen Dingen eigentlich in der Zeit vor allen Dingen Musiker der AACM gemacht haben. Das Stück hieß Sound und ich habe mir einfach so vorgestellt, wenn ich da jetzt drüber so eine Intensitätskurve lege, wie man das als Intensitätskurve vielleicht abbilden könnte. Das Stück heißt So und...
Thank you.
Also das war jetzt So und von Karl Ludwig. Und jetzt machen wir noch eine zweite Version von dem ersten Stück, wenn Sie sich erinnern. Es wird immer schwieriger mit dem Erinnern. Kulisses mit dem Untertitel The Composer's Delight. Dauert auch nochmal 8 Minuten. Viel Spaß. Thank you.
So this piece is titled Antinodes. The antinode is the point on the vibrating object where there is maximum vibration, maximum noise, maximum information. And that's a guiding principle for this piece, which is kind of an oratorio for Erich Mengus. And well, that's it.
wanting only constructive interference. The comfort of a situated displacement. Unacceptable vibration. One that soothes and caresses and makes us feel good. Of others, tirelessly written on the page. They deny us our ears, our voice, translating our variations into academic profit. And they profit from those notes and leave us drifting. Victims of the wave. Terrifying gifts that we translate into joy that eases the conscience of those that stole our vibrations and mimic our sound, our light, but play it without much soul. Talk to me as if I am a breathing being. Listen to me with a beat beneath my chest. With a song of my own.
such in our shapes and colors, and they laugh when we heed. And they stare, oh, how they stare, as we pick at the scraps they allow us access to. Sound destroys and creates in an instant. Sound destroys and creates in an instant. These terrifying gifts that we translate into joy. And they mimic the sound of our life, and they mimic the sound of our soul, and they mimic the sound of our groove, and they mimic the sound without soul. Talk to me as if I to me as if I was.
They all talk about us. They watch us like we're animals in the zoo. You can almost see the little plaques on the side of our cages explaining how we are and what we do. It's
Yes. Schönen guten Abend. Good evening, ladies and gentlemen. Last but not least, it's my turn to do my homage to the AACM or to the referents, as I'm inspired by them anyway, so there's hardly anything I can do without being inspired by them. And so it's a kind of a collage, I call it Signs and Messages, and I hope you enjoy it. Should I say something more? No. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. Thank you very much. And I hope you enjoyed the evening, and I hope to see you again soon.